Also, was geht ab, Leute? Hier. Heute mal wieder mit einem Interview. Also ich nenne das nicht gerne Interview. Das soll eigentlich eher so ein chilliges Gespräch sein, wo ich meistens Sachen frage, die mich persönlich interessieren. Das ist so ein Format auf meinem Channel, das sich so ergeben hat, wo ich mit bestimmten Leuten rede, die in einem gewissen Aspekt des Spiels sehr krass unterwegs sind, der bei denen sehr ausgeprägt ist. Zum Beispiel Carnifex mit EP und Raids, zum Beispiel TZ mit Fängen und Free-to-Play, zum Beispiel Max mit PvP und jetzt der Kollege Jörg von Twitter mit Arenen. Ihr wisst, momentan Goldarenen auch eins meiner großen Ziele und Anreize. Dementsprechend fand ich das persönlich sehr interessant. Also jeder, der sich für Arenen und Goldarenen interessiert und allgemein krasse Statistiken von High-Level-Spielern, den Leuten viel Spaß mit dem Video. Bereit? Ja. Also von mir aus kann es direkt losgehen. Ich habe hier den Kollegen Jörg am Start, von Twitter bekannt. Ich hatte ja die zwei Kollegen TZ und Carnifex am Start. Interessante Interviews könnt ihr gerne nochmal abchecken. Die Sache war jetzt, die zwei haben zwar krasse Statistiken, aber eine Statistik, ein Aspekt des Spiels, den sie vollkommen vernachlässigt haben, waren eben Arenen. Und beide haben gesagt, der Jörg, der ist krass mit Arenen, deswegen habe ich ihn mal eingeladen, weil wir diesen Aspekt jetzt mal genauer uns anschauen wollen. Erstmal hi und willkommen. Stimmt es, dass du so krass bist mit den Arenen? Wie viele Arenen hast du denn auf Gold? Ich bin jetzt aktuell, habe heute die 442. auf Gold gebracht. Wow. Okay, krass. Du hast mir ja erzählt, dass es eigentlich direkt angefangen hat, als das neue Arena-System rausgekommen ist. Ja, eigentlich mit dem neuen Arena-System habe ich begonnen, die Gold-Arenen zu sammeln. Das war für mich eigentlich so, wie soll ich sagen, so ein Spielaspekt, der einfach von den alten Spielen, so mich halt an die alten Spiele interessiert, erinnert hat. War halt früher bei den Spielen, ging es ja darum, 8 Orden sammeln und dann Pokéliga herausfordern. Und das ist so im übertragenen Sinne so meine Intention, dass die Goldarenen zu sammeln. Klar, es gibt keine Pokémon-Liga hier in dem Spiel und es gibt auch ein bisschen mehr als 8 Orden, aber das ist so mein, so die Idee dahinter, warum ich die sammle. Also ich mochte zum Beispiel das alte Arena-System mehr, also das System an sich, das mit den Orden gab es ja damals nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu? Warst du damals schon recht aktiv beim alten Arena-System? Ja, ich war damals auch schon sehr aktiv beim alten Arena-System. Also ich muss dazu sagen, Magdeburg, aber auch die Umgebung ist sehr blaulastig. Also, also damals beim alten Arena-System waren gefühlt 90% der Arenen waren blau. Also es war alles sehr starr. Es gab hier und da so ein paar kleine rote und gelbe Gebiete, sag ich mal. Aber es war halt wenig Bewegung im gesamten Spiel drin. Ja. Also ich war gegen Ende von dem Arenensystem, war ich, keine Ahnung, in 30, 40 Arenen zeitgleich drin. Ja. Hab mir alle 21 Stunden den Wecker gestellt. Ja, genau. Und mir dann quasi 8-mal die Woche die 100 Münzen abgeholt. Ja. Aber wirklich Bewegung war dann, fand ich, nicht mehr drin. Klar, ist hier und da ist mal eine Arena gefallen, weil doch mal jemand Lust hatte, eine zu kloppen, aber ja, eine halbe Stunde später war sie wieder blau. Da musste man sich beeilen, dass es mal mit reinkommt. Und dann stand der nächste Zehnerturm. Und das war so, ich weiß nicht, es war irgendwie langweilig. Okay. Also ich entnehme mal, dass dir das neue Arena-System mehr gefällt. Also ich muss zugeben, zu Anfangs war ich fand ich es nicht so schön, weil man sich halt, man war dran gewöhnt an diese 21 Stunden. Mhm. Man wollte sich keine Sorgen machen um seine Münzen. Ja. Man hatte sie einfach. Ja. Sicher. Ja, und jetzt bei dem neuen Arenensystem natürlich, man muss immer dranbleiben. Man kann sich nicht mal eine Woche ausruhen oder so. Oh ja. Aber die Meinung hat sich dann eigentlich ziemlich schnell gewandelt. Mhm. Weil, wie gesagt, weil es dann irgendwann anfing, irgendwann mal die erste Arena Gold, dann die zweite, die dritte, ja, dann bist du drin, dann. Ja, dann war dann irgendwann so das Ziel entstanden, ganz Magdeburg auf Gold zu bringen. Oh, okay. Ja, das habe ich dann so ab, keine Ahnung, so ab September 2017 so in etwa habe ich das verfolgt. Mhm. War auch lange Zeit, eher im Rückstand, also was die Gesamtzahl der Goldarenen betraf, weil ich bin so vorgegangen, dass ich nicht mit Gewalt
eine Arena nach der anderen abschließe, sondern ich habe mal hier und mal da welche mal Arenen gemacht, aber ich habe immer versucht, ich habe auch halt immer versucht, meine 20 Arenen zu sammeln. Ob ich die nur zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ob die schon kurz vor Gold stand oder gerade am Anfang Bronze war, ich mehr oder weniger egal, Hauptsache 20 Arenen. Weil das ist das Maximum, die man zeitgleich besetzen kann. Und so bin ich dann eigentlich immer vorgegangen, bis dann irgendwann, so, keine Ahnung, ich glaube April letzten Jahres, 2018, war dann dieses Kampf-Event, was jetzt vor ein paar Wochen auch wieder war. Genau. Und da war ich dann so weit, dass ich quasi fast jede Arena auf Silber ganz knapp vor Gold hatte. Oh, okay. Und ab dann habe ich dann losgelegt, der Reihe nach mir jeden Tag eine Liste, eine Route erstellt, mhm, abgefahren bin, um nach und nach eine Arena nach der anderen abzuschließen. Ja, und dann im Juni letzten Jahres war ich dann fertig sozusagen mit Nachtowl. Wow, okay. Und seitdem ist jetzt mehr oder weniger nur noch das Umland. Und danach? Irgendwann muss ja vorbei sein. Ja, den Punkt hatte ich eigentlich schon so um Weihnachten rum erreicht, Weihnachten 2018. Da war ich so ganz knapp vor 400 Goldenen und ja, es gab eigentlich nichts mehr wirklich, was jetzt halbwegs erreichbarer Nähe war und was nicht, sag ich mal, wo man nicht nach einer Stunde schon rausgeflogen ist, weil es lohnt sich einfach nicht, auf irgendein Dorf zu fahren oder so, wo man nach einer Stunde sicher wieder rausfliegt. Das ist mir der Sprit auch nicht wert. Naja, und dann im Januar kam dann quasi bei Ingress sehr viel Bewegung rein. Ja. Also ich selber spiele auch Ingress und habe auch einen Account zum Einreichen. Ich habe zum Beispiel meine allerersten Portale letztes Jahr im August eingereicht. Ich habe da bis Dezember keine Rückmeldung erhalten. Reiche ich jetzt etwas ein, habe ich in der Regel 3-4 Tagen eine Rückmeldung. Und es gab einfach im Januar so viel noch alte Sachen, die dann quasi mit einmal abgearbeitet wurden und bestätigt wurden, dass jetzt, ich habe aktuell über 100 Arenen, die ich in meinen, sag ich mal, näheren Umgebung, die ich noch abarbeiten kann sozusagen oder vergolden kann. Verstehe. Also aktuell ist jetzt erstmal wieder, aber irgendwann wird wieder der Punkt kommen, das ist mir bewusst. Hätte es länger gedauert oder wäre es schwieriger gewesen, deiner Meinung nach, wenn du eine andere Farbe gehabt hättest? Definitiv. Ja. Also das ist schon, also Blau ist definitiv ein Vorteil. Okay. Es gibt noch einen zweiten Spieler, der jetzt mittlerweile auch ganz Magdeburg auf Gold hat. Okay. Also es sind insgesamt knapp 260, 270 Arenen. Mhm. Der ist rot. Oh, der hat auch ordentlich zu kämpfen gehabt. Also er hat auch sehr viel mit Raids gemacht, muss man dazu sagen. Aber Blau ist definitiv am einfachsten in meiner Region. Ja, wahrscheinlich in den meisten Regionen. Ja, du hast gerade gesagt, der Rote hat eine Menge Raids gemacht. Wie viele Raids hast du denn gesamt? Und gibt es da so eine Strategie, die du verfolgst bezüglich, okay, in diesen Gebieten, also jetzt hast du ja eh alles auf Gold, aber gab es da so eine Strategie, okay, in den Gebieten raid ich eine Menge, da mache ich mal arena-technisch wenig, weil da mache ich eh viele Raids? Ja, also einerseits, was ich schon vorhin erklärt hatte, dass ich nicht mit Gewalt Arenen auf Gold bringen wollte, das war auch ein Grund, ich wollte mir die sozusagen für Raids aufheben, in Anführungszeichen. Also ich habe die immer so bis 90% bespielt, und ein Raid bringt ja etwa 3,3% für den Arena-Orden, also 1000 Punkte von 30.000. Und so, dass ich mir die Arenen so ein bisschen aufhebe. Und zu der Frage der Gesamtzahl der Raids, bei Legendären bin ich jetzt bei knapp 2200. Okay. Aber davon sind auch viele, wie gesagt, an bereits goldenen Arenen oder auch außerhalb. Also es ist nicht schließlich zum Vergolden der Arenen gewesen. Weil ich sehe jetzt aus dem Kopf gar nicht, sondern so 250, 270 so in etwa. Also da mache ich kaum. Ja, das ist gar nicht so viel, weil ich bin momentan auch in der Phase, wo ich mehr Wert auf die goldenen Arenen lege. Und da überlege ich mir auch ab und zu, ob ich halt einfach so einen normalen Raid mitnehme. Aber
Also hin und wieder habe ich das auch gemacht. Also wenn ich, keine Ahnung, noch einen Pass hatte, also den vom Vortag, und ich ihn loswerden musste, dann habe ich mir natürlich auch eine Arena ausgesucht, die, keine Ahnung, wo ich weiß, da wurde ein roter oder ein gelber direkt dran. Dann sind das natürlich 1000 Punkte, die man gerne mitnimmt. Ja, krass. Also ich hätte mir echt vorgestellt, dass du bei den normalen Raids viel mehr hättest, weil du da beinahe jeden Raid mitnimmst, dachte ich mir zum Beispiel. Einfach für die Arena-Punkte. Das sind mir die Pässe, ehrlich gesagt, nicht wert. Okay, krass. Also ich mache eigentlich eher über Bären. Okay. Die sammle ich ohne Ende. Und teilweise habe ich über 1000 Bären im Inventar gehabt. Bin mit ein paar Kumpels zu einer bestimmten Arena gefahren. Ja. Wo bekannt ist, die nicht lange hält. Keine Ahnung, 3, 4, 5 Mann reingesetzt. Ja. Und dann alle halbe Stunde weggestellt und... Jedes Pokémon 10 Bären. Das ist eigentlich eher so die Strategie gewesen bei den, sag ich mal, schwierigeren Arenen. Mhm. Und bei manchen Arenen, sag ich mal, hat man mit der Zeit auch rausgefunden. Wir haben zum Beispiel im äußersten Norden von Magdeburg eine Arena, die ist gefühlt immer rot. Ja. Das ist so ein Wohnblock. Ich weiß, ich habe den Spieler nie getroffen. Der muss da scheinbar wohnen. Aber irgendwann haben wir mal rausgefunden, wenn man zu der Arena nach 20 Uhr fährt, die umfärbt, dann hält die ein paar Stunden. Und nachts 3, 4 Uhr rum irgendwann fällt sie wieder. Okay. Dann haben wir ausgeschlossen, derjenige wahrscheinlich arbeitet in bestimmten Schichten und schläft zu der oder arbeitet zu der Uhrzeit, eins von beiden. Ja. Da sind wir immer nach 20 Uhr hingefahren, haben die Arena umgefärbt, uns reingesetzt und natürlich vorher, wie gesagt, Bären gesammelt. Mhm. Und dann habe ich keine Ahnung, wie ich die Arena mit, keine Ahnung, nicht mal 2 Tagen Standzeit, aber über 2000 Bären auf Gold gebracht. Also du sagst ja, du hast eine Menge Bären, sprich, du hast ja auch eine Menge Stops gedreht. Also zu deinen Statistiken kommen wir noch, aber wie machst du das zeittechnisch? Weil die anderen haben ja zum Beispiel sich nur auf Farmen und Raids fokussiert und EP machen. Aber du hast ja viele Arenen und eine klasse Statistik. Also zu den Bären muss ich dazu sagen, ich komme auf Arbeit sowohl an einer Arena, die dauerhaft blau ist, und entsprechend natürlich auch Gold, ja. Und an einen Stop heran. Also, und mit Gotcha quasi alle 5 Minuten beides drehen kann. Also, da kommt schon einen Tag über einiges bei rum. Okay. Und ansonsten, ich muss auch dazu sagen, mein Spielstil hat sich auch mit der Zeit ganz schön gewandelt. Also ich sag mal so, wo damals der Kampf um Magdeburg war, so in Anführungszeichen, weil ich habe mich mit dem Roten einen kleinen Wettkampf oder Wettrennen ein kleines Wettrennen geliefert. Ja. Da ging es wirklich nach der Arbeit. Habe ich einen Kumpel abgeholt und dann sind wir von Arena zu Arena gefahren und haben die, wie gesagt, bis wir die 20 Arenen hatten, dann da sind ein paar Stunden zum Teil vergangen. Mhm. So wirklich so rumgelaufen oder so in dem Sinne, bin ich in der Zeit so gut wie gar nicht. Also wirklich komplett nur Arenen-Fokus? Ja, bei mehr oder weniger nur Arenen. Die Bänge und so weiter, das kam alles nur nebenbei sozusagen. Okay. Und wie gesagt, jetzt, nachdem ich dann letztes Jahr im Juni dann mit mehr oder weniger mit 8 durch war, also es kommt jetzt hin und wieder noch neue Arenen, aber grob gesehen bin ich durch. Konzentriere ich mich wirklich nur noch mehr oder weniger aufs Umland und nach der Arbeit die Zeit nutze ich in der Innenstadt, laufe rum, versuche möglichst viele Stops mitzunehmen, um entsprechend Bären zu sammeln und und dann abends auf dem Heimweg werden dann nochmal ein paar Dörfer, ein paar Kleinstädte. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich komme, wie man vielleicht jetzt schon entnehmen könnte, ich komme nicht direkt aus Magdeburg, sondern ich wohne so eine gute halbe Stunde südlich von Magdeburg. Okay. Und habe unter anderem so eine mittelgroße Stadt mit etwa 40, 50 Arenen noch auf dem Weg. Und halt ein ganzes Teil Dörfer. Also ich persönlich finde das Arena-System zum Beispiel... Es ist zwar interessant und ich mache auch viele Goldarenen jetzt, aber ich würde mir vieles anders wünschen. Hättest du da Vorschläge oder Anregungen oder Wünsche, was du gerne anders hättest? Direkt am Arena-System vielleicht nicht, aber so ein paar Ideen, was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht, dass man irgendwie anhand der Arenen, keine Ahnung, wenn man Arena auf Gold hat oder so, vielleicht sehen könnte, was für ein Raid zum Beispiel. Okay. Ja, das auf der Arena ist oder was auch, was ich sehr schön fände, wenn es eine Medaille oder ähnliches gäbe. Für Gold Arena? Genau. Ja. Weil es natürlich
die Zählerei wird langsam aufwendig. Also ich habe zum Beispiel jetzt so gemacht, dass ich zum Beispiel mein Kumpel-Pokémon, das Nummer habe ich quasi nach der Anzahl der Arenen nummeriert. Ah, okay. Immer wenn ich eine neue dazu bekomme, dann wird einfach eins hochgezählt. Und dass auch mehr Orden angezeigt werden können. Also aktuell ist es ja so, dass maximal die 1000 zuletzt angeklickten Arenen sichtbar sind. Also zum Beispiel in meiner Übersicht sind aktuell keine 442 Goldarenen zu sehen. Weil ich manche Arenen, die keine Ahnung, ich habe auch welche, die nicht in meiner, sag ich mal, in meiner Heimat sind, ja. Die ich nicht jeden Tag anklicken kann. Mhm. Die sind jetzt mittlerweile aus der Liste verschwunden. Würde ich die jetzt aber wieder anklicken, dann würden die wieder auftauchen in der Liste. Weil ich bin jetzt mittlerweile, keine Ahnung, bestimmt bei 1500, 1600 angeklickten Arenen schon. Oder Arenenorden, die ich habe. Und wie gesagt, davon werden nur die letzten 1000 in der Liste angezeigt. Hast du denn bestimmte Strategien, was du alles in die Arenen setzt? Hast du da deine Armee, deine Hyteras oder? Ja, ich habe tatsächlich eine Hytera. Ich habe tatsächlich eine Hytera-Armee. Also wenn ich alleine bin und in Arena umfärbe, dann kommt grundsätzlich eine Hytera rein. Okay. Und da ist ja, wie gesagt, mehr oder weniger nur noch auf dem Weg zwischen mein Heimatdorf und Machtburg. Arenen sind, bin ich auch die meiste Zeit dabei alleine. Mhm. Und ich habe jetzt aktuell 15 gemaxte Hyteras. Habe jetzt aber theoretisch, ich werde demnächst auf 19 erhöhen. Ja. Und den 20. Platz, den wollte ich mir aufheben, wenn denn irgendwann mal eine 100er kommt. Klar, also an sich, ich werde wahrscheinlich nie die 19 brauchen, aber ich weiß nicht, so ist ein Ding einfach. Ja, okay. Weil ich habe die Bonbons, ich habe den Staub und ich habe jetzt ein ganzes Teil halt Chaneras. Es gab jetzt beim Valentinstags-Event, gab es ja die relativ einfach zu bekommen durch die Fange 20 Libiscus-Quest. Und ich habe die Quest, keine Ahnung, bestimmt über 100 Stück davon abgeschlossen und jede Chanera davon getauscht und deswegen einfach wieder um und keine 100er. Ich habe so massenweise Luckys bekommen, aber keine 100er. Und bei Tangela jetzt übrigens genauso, auch ohne Ende Quests gemacht, keine Chance gehabt. Okay. Ja, und wie gesagt, ich habe da noch ein paar Luckys rausbekommen und die wollte ich jetzt einfach hochziehen. Okay. Wieso glaubst du, dass das Arena-System nicht so beliebt ist bei den meisten Spielern, wie zum Beispiel Carnifex und TZ? Wieso da nicht so ein großer Fokus drauf gelegt wird? Oder andere Frage, was denkst du, könnte man einführen oder als Anreiz bringen, damit es mehr Leute interessiert? Ja, ich habe auch ehrlich gesagt auch keine wirkliche Antwort, aber ich glaube, die anderen beiden hatten ja so ein bisschen gemeint, oder zumindest der Carni, dass er das Kloppen langweilig fand. Das einfach nur stumpf aufs Handy getippe. Aber ich weiß nicht, also für mich ist ehrlich gesagt, ist das, ob ich nur einen Raid mache oder eine Arena runterkloppe. Ich tippe in beiden Fällen nur wild aufs Handy, also ich weiß nicht. Also ein Argument, was er gemeint hatte, war auch die Zeit, die er reinsteckt und was rauskommt, also ja, keine Ahnung, 15 Minuten reinkloppen und dann nach 5 Minuten wieder gekickt werden oder so, meint er zum Beispiel. Ja klar, also wie ich vorhin schon gemeint habe, wo ich damals mit meinem Kumpel zusammen die Arena ganz in Magdeburg gemacht habe, ja, da jeden Abend, einen ganzen Abend verbracht, also das ist schon enorme Zeit, die da, also hätte ich das nicht damals gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich heute auch noch weitaus mehr Fänge oder keine Ahnung, die anderen Statistiken höher haben können, aber darauf habe ich halt damals nicht den Fokus gelegt. Lege ich auch heute noch nicht so ganz so extrem den Fokus. Ja, also da, in der Hinsicht gebe ich auf jeden Fall recht. Und ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel Berlin aussieht farblich. Klar, das ist ja schon irgendwie frustrierend, wenn man, keine Ahnung, Viertelstunde eine Arena runterklappt oder noch länger, wenn gegengefüttert wird. Und man selber sitzt dann nur, keine Ahnung, 10 Minuten, eine halbe Stunde. Also in der Hinsicht kann ich das schon voll und ganz verstehen, dass da, wer weiß, vielleicht wär ich auch so, wenn ich jetzt in Machtdurch nicht blau wäre, weil bei uns stehen teilweise die Arenen schon, also heute mittlerweile nicht mehr ganz, aber damals hat man teilweise schon mit Füttern 2-3 Tage in manchen Arenen gestanden. Also heute ist das auch nicht mehr so, also heute ist wesentlich schwieriger, wenn man jetzt bei Null anfangen würde. Ah, das gibt mir nicht viel Hoffnung.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber falls ihr in Magdeburg ist, also zum Beispiel letzte Woche oder vor 2 Wochen, wo ich in Dresden war, da war eigentlich genau ein umgekehrtes Bild. Da haben die Arenen aber auch relativ viel blau. Aber die Arenen haben teilweise 2, 3 Tage schon gestanden. Also da habe ich hier und da mal versucht, irgendwo reinzukommen, aber die waren halt immer blau und voll. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch dann der Nachteil. Hast du denn irgendwie so kleine Tipps für jetzt Leute, die versuchen, da mehr Gold dagegen zu bekommen? Also, ich sag mal so, so ein paar Tipps kann ich sicher geben. Also wenn man wirklich sehr große Ziele hat, also zum Beispiel ganze Stadtteile, ganze Städte, keine Ahnung, umzufärben, dann würde ich erstmal den Tipp geben, nie alle Arenen auf einmal. Also lieber in dem Stadtteil ein paar Arenen, da ein paar Arenen. Weil wenn man einen ganzen Stadtteil umfärbt, es gibt immer irgendeinen, der dann meint, jetzt erst recht, jetzt gehe ich nochmal vor der Haustür und das ist zumindest meine Erfahrung. Also wenn man sich hier und da nur 3, 4 Arenen auspickt, den Rest stehen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die paar Arenen, die man sich rausgepickt hat, auch ein bisschen stehen. Zumindest meine Erfahrung so. Und vielleicht auch gerade bei so Arenen, wo man weiß, da wohnt jemand, auf die vielleicht mal direkt zugehen oder mal anschreiben. Weil ich hatte auch eine Arena zum Beispiel, da hat einer direkt zu mir geschrieben, ich bin von, keine Ahnung, ich glaube von 9 bis 17 Uhr auf Arbeit, hat er gesagt. In der Zeit ist mir vollkommen egal, wie die Arena. Und war das natürlich, dann früh ist immer mein Ziel, die Arena. Vor der Arbeit schnell umgefärbt und dann werden dessen, ich drin gesessen habe, natürlich ohne Ende Bären reingefeuert. Bis irgendwann durch war. Ja, ansonsten, weiß nicht, zum Beispiel, wenn es so kleinere Städte sind oder auch Dörfer, dann vielleicht auch nicht unbedingt da genauso natürlich nicht alles mit einmal umfärben und vielleicht hier und da mal auch auf die Zeiten ein bisschen achten. Weil gerade so in den kleineren Städten, da sind immer so ein bisschen Absprachen, keine Ahnung. Die Arena ist von dann und dann blau, von dann und dann rot. Das ist dann, wenn man da dazwischen funkt, dann macht man sie auch nicht unbedingt immer beliebt, sag ich mal. Da habe ich auch schon einige böse Nachrichten bekommen. Ansonsten am besten nicht alleine, sondern irgendwie 1, 2, 3 Leute, mit denen man zusammen häufig spielt, die vielleicht genauso sammeln wollen. Damit einfach die Arena, damit man nicht alleine steht, wenn man so umfährt. Wenn erstmal 3, 4 Mann schon drin sind, vernünftige Verteidiger drin sind, dann schreckt das schon eher ab. Ja. Und man kann 2, 3 Pokémon mehr füttern. Das natürlich auch. Ah ja, ich habe noch eine Frage. Wenn du nicht Arenen machen würdest, denkst du, du hättest eine bessere Statistik als zum Beispiel TZ oder Carnifex? Weil deine Statistik ist ja sehr respektabel, muss ich sagen. Vor allem, wenn du so viel Zeit in Arenen gesteckt hast. Das ist ja, da geht dir echt eine Menge Zeit drauf und trotzdem, statistiktechnisch, bist du da trotzdem krass mit dabei. Wie ich es vorhin schon ein bisschen angedeutet hatte, also mein Spielstil hat sich ja schon, sag ich mal, seit letztes Jahr Juni ein bisschen gewandelt. Also davor waren meine Statistiken jetzt auch nicht so, also die waren schon, ich denke, waren schon krass, aber nicht ganz so. Klar, wenn ich von Anfang an so durchgezogen hätte, dann, keine Ahnung, ob ich da jetzt mehr als die beiden hätte, kann ich nicht beurteilen. Aber klar, ein bisschen mehr wären. Bei den Fängen hätte ich, denke ich mal, auf jeden Fall noch mehr, weil damals, da hat mehr oder weniger alles nur mit einem Plus, beziehungsweise dann später mit einem Gotcha, da war nichts mit angefangen. Und wenn ich jetzt zu Fuß unterwegs bin, da fange ich noch Stunden einfach mal wesentlich mehr, als wenn ich da von Arena zu Arena, weil vor allen Dingen mein Stand ja in einer Arena, hat die eine Viertelstunde oder noch länger, wenn gegengefüttert wurde teilweise. Also wir haben teilweise Arenen gehabt, da haben wir 2, 3 Stunden davor gesessen. Und hast in der Zeit, hast du die 3 Pokémon gefangen, die gespawnt sind, hast die Arena alle 5 Minuten gedreht, aber effektiv war das auf keinen Fall. Klar, wenn man die Zeit, sag ich mal, anders genutzt hätte, dann wären die anderen Statistiken noch höher. Aber ob ich da jetzt noch besser als die beiden wäre, kann ich nicht beurteilen. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Wenn eine Arena stark gegengefüttert wird oder, sagen wir, direkt wieder eingenommen wird, macht es Sinn, da einfach zu campen und dann sozusagen sich abzuwechseln und einfach platthauen und der andere? Also, warte, ich stelle mal die Frage um. Würde es Sinn machen, mit einem
Kollegen rumzufahren, der eine andere Farbe hat, dann zu einer Arena zu fahren und da sich einfach abzuwechseln und die sozusagen hochzupushen. Hast du sowas gemacht? Hast du damit Erfahrung, ob das effektiv ist? Du meinst, sich mit einem anderen, von einem Team um sich abzusprechen, um gegenseitig sich immer wieder rauszukloppen und reinzusetzen? Genau, genau, genau. Ja, das habe ich sogar an 3 Arenen tatsächlich gemacht. Okay. Das betrifft den Zoo in Magdeburg. Oh, ja. Ja. Weil, wegen Eintritt einfach. Okay, okay. Also wir haben uns insgesamt, wir sind insgesamt 3-mal in den Zoo hineingegangen. Okay. Jeweils zum Abendtarif, das waren 4 Euro. Ja. Und dann konnte man, glaube ich, 2 oder 3 Stunden waren es, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das waren insgesamt 3 Arenen, wie gesagt, und wir haben es so gemacht, erstmal, dass jeder eine von beiden von den 3 Arenen jeder eine hatte. Mhm. Und um die dritte haben wir uns dann quasi ständig gekloppt, oder hin und her. Und also reingesetzt, 10 Bären gefüttert und dann hat der andere rausgekloppt. Genau. Und so hat man eigentlich ganz gut, also wie gesagt, bei einer normalen Arena auf jeden Fall, Mann, das war einfach stinkend langweilig, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, man hat sich so unterhalten miteinander, aber es war einfach. Naja, und den einen Tag war es auch das Wetter nicht so schön. Okay. Naja, so. Also klar, man macht damit Punkte, aber. Also, jedenfalls bei normalen Arenen, finde ich, sollte man es nicht machen. Das war wirklich eine Ausnahme, weil da mit Eintritt und. Ja, und weil das auch ein sehr beliebtes Vorgebiet ist. Also, die fallen jede Nacht, die Arenen. Also, da gab es zum Beispiel eine Arena, die war zu dem Zeitpunkt relativ neu. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht mal Bronze. Ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwann am Wochenende, ich war irgendwo außerhalb und war abends nach Magdeburg wieder gekommen. Und da hat mich halt ein Kumpel angeschrieben, wir kloppen da an der neuen Arena schon seit über einer Stunde, da füttert einer wie kaputt gegen. Ja. Dann bin ich dann auch hingefahren, also es war mitten auf dem Friedhof, keine Ahnung, nachts 22 Uhr oder so. Ja. Als ich dann ankam, waren es glaube ich schon 3 oder 4 Mann, die ja die ganze Zeit angegriffen haben. War dann der 5. oder 4., ich weiß nicht mehr. Und es war halt einer drin, aber mit mehreren Accounts. Und der hat halt wie so ein kaputter Gegen gefüttert. Mhm. Wir haben es halt dann angenommen, also wir haben nicht immer nur den ersten angegriffen, sondern die ganze Arena, weil wir einfach Punkte mitnehmen wollten. Ja, ja. Und wie gesagt, ich hatte die glaube ich noch nicht mal Bronze vorher und ich war dann bei 33% Arena. Ja. Knapp 10.000 Punkte gemacht, nur durch. Würdest du solche Events gerne öfter sehen? Also das war ja vor kurzem das 2. Mal innerhalb von einem Jahr oder sowas ungefähr. Ja, wie gesagt, das letzte war ja, glaube ich, letztes Jahr im April rum und jetzt war es ja im März. Also. Genau, also oder war es Juni? Ja, ein bisschen unter einem Jahr. Ja. Würdest du sowas öfters gerne sehen? Ja, also ich fand es jetzt das letzte Mal nur ein bisschen doof, weil noch zeitgleich dieses Staub-Event war. Ja. Also es war... ja, weil beides zeitgleich war halt ein bisschen doof, weil ich einerseits natürlich so viel Staub wie möglich sammeln will und andererseits natürlich auch dieses Event mit den Arenen nutzen wollte. Dadurch also beides getrennt wäre mir lieber gewesen. Ja, so sieht's aus, ja. Ansonsten war es das, glaube ich. Ich glaube, wir haben alles gefragt, was zu fragen ist. Ich kann mich nur bedanken für deine Zeit und für deine Einblicke. Kein Problem. Ja, ich habe mich auch gefreut, ein bisschen mal, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht oder meiner. Ich spiele doch wahrscheinlich ein bisschen anders als die anderen beiden. Deswegen mal da ein bisschen Einblick zu verspielen. Ich habe gesagt, deswegen bist du da, weil jeder das anders spielt und du hast halt einen neuen Aspekt, den wir uns genau anschauen wollten. Und ich hoffe, ein paar von euch Zuschauern hier werden dadurch ein bisschen motiviert, machen da mehr Arenen. Solange das nicht Arenen in meiner Nähe sind, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten, wenn du irgendwelche Schlusswörter oder irgendjemanden grüßen willst, kannst du das jetzt gerne machen. Ja, grüßen würde ich auf jeden Fall Diana, den Eukli und den Don, mit denen ich regelmäßig meine Dorftouren rund um Magdeburg drehe. Aber auch den Jens und die Paula, mit denen ich nicht mache, nur halt ein bisschen weiter südlicher, um Bernburg rum, das ist auch eine Kleinstadt. Und ja, zum Schluss
Wieso hast du ein paar, meine Tipps habe ich ja vorhin schon so ein bisschen genannt, die vielleicht ein bisschen beherzigen. Halt nicht jede Arena umfärben, ein bisschen verstreuen. Vielleicht auch ein bisschen auf die Zeiten hier und da achten. Oder auch mal auf die Leute zugehen. Also viele sind auch kooperativ, weil sie einfach ein Anführungszeichen wieder loswerden wollen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Viel Erfolg bei deinen Arenen in was heißt das, München Nord? Also irgendwann wahrscheinlich ganz München, aber momentan nur der Norden erstmal. Ja, München hat ja wahrscheinlich noch ein paar mehr Arenen als Magdeburg. Ich würde wahrscheinlich weit über 1000 schätzen. Ja, wahrscheinlich. Also irgendwann könnte es sein, dass ich dich überhole. Da musst du aufpassen. Ja, also das sehe ich auch so. Also ich werde langfristig, werde ich nicht die Spitzenposition nicht halten können. Also mich hat übrigens auch schon einer überholt. Stuttgart hat mich einer im Februar-Ranking um 2 Arenen überholt. Aber das ist halt so ein Stuttgart ist halt auch mehr als doppelt so groß einwohnertechnisch. Also wird wahrscheinlich auch wesentlich mehr Arenen. Ich denke mal, so wird es in anderen Städten wird es wahrscheinlich genauso in Anführungszeichen Punkte geben wie mich, die irgendwann auch ein bisschen mehr haben werden. Aber so ist das. Das war's von mir, Leute. Und vom Kollegen Jörg. Vielen Dank an ihn für seine Zeit und für seine Einblicke. Link ist unten in der Beschreibung zu seinem Twitter-Account. Könnt ihr ihm gerne folgen und seinen Fortschritt da mitverfolgen. Euch viel Spaß und viel Erfolg mit euren Agen. Schreibt unten in die Kommentare, wie viel Gold Agen ihr habt. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Ich gehe raus, ein paar Agen machen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.